Wir sind heute im Cineplex bei der Premiere von Meine teuflisch gute Freundin. Man fiebert da die ganze Zeit darauf hin, wann er endlich ins Kino kommt und wann man ihn endlich mit Publikum sehen kann und die Reaktionen eben mitkriegen kann und wie er den Kindern und den Teenies, die ja Gott sei Dank auch ein paar hier sind, gefällt. Und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich. Das ist einfach schön, die so aufgeladen und so fröhlich zu sehen. Die sind ja so die ehrlichsten Zuschauer, die man eigentlich haben kann. Entweder lieben die das oder eben das Gegenteil. Wir haben einfach den perfekten Cast dafür gefunden, für diese dann teilweise doch recht speziellen Rollen. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte. Es ist ein Kinderfilm, der nicht sehr pädagogisch ist, was mir sehr gut gefällt. Und ja, es wird auf jeden Fall, es wird auch ans Herz gehen. Ich finde, der Film berührt auch sehr. Ich hoffe, dass es lustig wird, dass sie lachen, dass sie ihn gut finden und dass die Lust an dieser Geschichte, die wir alle haben, dass sie überschwappt und ich einfach grinsende Gesichter am Ende vor mir sehe. Der Film ist besser als mein Buch. Das sollte ich, glaube ich, jetzt nicht sagen. Viel Spaß bei Meine teuflisch gute Freundin. Ich habe keine Lust mehr, nur im Internet böse zu sein. Ich brauche Action. Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Entschuldigung. Okay, aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun. Nur eine Person. Hallo, ich bin die Greta. Herzlich willkommen. Das ist aber schön, dass du da bist. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Nein. Du lügst mich doch gerade an, oder? Ich würde niemals lügen. Nadelwollknall? Hör mal auf, dir deine Klamotten im Mittelalter zu kaufen. Jetzt wirst du mal so richtig aufgebitscht. Ja. Mega cool. Wenn du ihr wehtust, mach ich dich platt. So kann ich doch nicht in die Schule gehen. Du bist echt ein Geschenk des Himmels. Ich fand den richtig cool und das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Super cool. Ja, also ich fand ihn auch super gemacht, schon allein die Idee. Und wir haben uns auch den Trailer angeguckt und dann kam meine Mutter und meinte, wir haben Freikarten. Das fand ich dann noch besser und jetzt, wo wir ihn gesehen haben, bin ich immer noch fasziniert davon. Man hat einfach gedacht, das wäre echt. Den paar Szenen haben wir uns auch so ein bisschen wiedererkannt. So. Ja, ich kann da nur zustimmen. Mir hat einfach alles gefallen, es war richtig cool. Ich glaube, nicht jeder würde das hinkriegen. Vor allen Dingen nicht so gut. Was soll das? Ich mache ein Päuschen. Und er? Er wollte kein Päuschen machen. Ich habe keine Lust mehr, nur im Internet böse zu sein. Ich brauche Action. Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Entschuldigung. Okay, aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun. Nur eine Person. Hallo, ich bin die Greta. Herzlich willkommen. Das ist aber schön, dass du da bist. Kannst du mir keine normalen Menschen raussuchen? Die sind so widerlich nett. Ende der Woche will ich sehen, was du geleistet hast. Ich schaff das. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Nein. Du lügst mich doch gerade an, oder? Ich würde niemals lügen. Ist heute wieder Welttopflappentag? Das hat meine Mama gestrickt. Du, davon wird's auch nicht schöner. Das kannst du denn niemals in deinem ganzen Leben leisten. Willst du mit abschreiben? Nein. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Klär der neuen mal die Regeln. Red dich nicht mit ihm an. So was kannst du doch nicht machen. Was hast du gefühlt, als ich dem Kleinen die Locken geföhnt habe? Ja, ich hatte Angst um dich. Nadelwollknall? Hör mal auf, dir deine Klamotten im Mittelalter zu kaufen. Wieso lässt sich dauernd wieder machen? An deiner Stelle hätte ich den beiden schon ordentliches Makeover verpasst. Jetzt wirst du mal so richtig aufgebitscht. Ja. Mega cool. Wenn du ihr wehtust, mach ich dich platt. Was noch andere Hobbys? Verliebte Teufel sind nicht zu gebrauchen. Bist du verliebt? Ich? Ja, guter Witz. Gott, so kann ich doch nicht in die Schule gehen. Die haben deine Kleider an. Ja. Du bist echt ein Geschenk des Himmels. Ja, ist voll krass, ne? Bitches.